Das beruhigt so ein bisschen, ja, wenn man dann krank ist und man kann nicht raus oder so, muss dann irgendwie 2 Wochen zu Hause bleiben. Dann ist schon ganz gut, wenn du was zu essen und zu trinken da hast. Weil da waren hier schon die Supermärkte ziemlich geplündert und da nimmt man dann mit, was man tragen kann, damit man nicht mehr gar nichts zu Hause hat, sozusagen, ja. Also ich warte erstmal noch ab. Das ist, man darf nicht so hysterisch werden, denke ich. Also so verrückt, das bin ich naiv. Ich sollte ja einen kleinen Vorrat zu Hause haben, mir 14 Tage reicht. Also bis ich hier so ein bisschen Fertiglebensmittel und Dosen, das ist ja okay. Aber alles andere ist ein bisschen heftig übertrieben. Ich mache die üblichen Vorsorgemaßnahmen, wasche die Hände, sage das den Kindern auch entsprechend und den Enkeln. Passe hier ein bisschen auf, dass ich die Griffe nicht so anfasse und habe natürlich mein Sakrotan in der Tasche. Nein, ganz normal einkaufen. Wäre nur schön, wenn die anderen es auch täten, dann müsste man nicht mehrere Läden anfahren. Nicht? Meine Frau ist selber Deutscher, aber ist ja sehr bewusst. Den Einzelhandel freut's, aber ansonsten, das muss man ja auch alles lagern. Nudeln sind weg gewesen, Konserven haben wir gesehen, Fischkonserven, viele Babysachen sind weg gewesen. Ja, ich meine, das ist irgendwie, die Leute regen sich wirklich zu sehr, also die beschäftigen sich zu sehr mit dem Negativen. Ja. Naja, ein bisschen hat man wohl schon, ne? Man versucht natürlich auch ein bisschen auch aus dem Weg zu gehen. Also nicht so dicht dran und man passt schon ein bisschen auf. Ne? So viel Wasser. Mit diesem Wasser ich kann nicht nur trinken. Ich koche mit dem Wasser. Letzte Woche war hier keine. Auch diese Woche auch keine. Habe ich jetzt gefunden, habe ich genommen. Das ist Politik, Wirtschaftspolitik. Also es gibt immer Epidemien und dann viele Menschen sterben jedes Jahr. Und jetzt dieses Theater von Coronavirus ist zu kacken.